So Leute, bevor es auf Reisen geht, haben wir noch ein paar Reste im Kühlschrank und die kriegen natürlich hier die Straßenhunde. Mai hat die noch eingetötet und jetzt werden die hier, ja, die warten hier schon alle. Verköstigt. Ja, bevor man die in den Müll schmeißt, das wäre ja total Blödsinn. Ne? Da freuen sich dann die Hunde drüber. So, moin moin Leute. Wir sind mal wieder hier an dem Busbahnhof und heute geht es nach Bangkok. Busbahnhof Chantaburi. Ja, hier werden sogar unsere Gepäckstücke mit einer Pistole. Ja, desinfiziert. Ja, naja, warum nicht? Haben jetzt pro Ticket von Chantaburi hier bis zur Busstation Mochint, den großen Busbahnhof in Bangkok, pro Nase 200 Thai Baht bezahlt. Ja, das ist schon okay, würde ich mal sagen. Jawohl. Hier war das ja so in Thailand, dass hier bis September sogar der Busverkehr komplett eingestellt wurde. Jetzt gibt es wieder einen Busverkehr. Natürlich unter Einhaltung von ja, sämtlichen Abstandsregeln, dieses und jenes. Ja, und hier fahren halt diese ganzen Busse hier einmal hier. Sieht man ja, hier ist unser. So ein kleiner Bus. Chantaburi, Bangkok. Und hier sind halt diese ganzen Orte. Chantaburi, That. Überall ausgeschildert, der Große. Der fährt jetzt hier wahrscheinlich nach Ryong, wenn das der ist. Ja. Früh morgens. Ich denke mal, wir haben es jetzt so. Der Bus geht um 8. Wir haben es um 7:45. Ja, Leute, schon 8:30 durch und der Bus fährt immer noch nicht. Ah, der Bus start later, ne? Hopp. Ja, ist natürlich nicht so viel los wie sonst hier und die hoffen noch ein paar Fahrgäste zu gewinnen und naja, wir haben es nicht eilig, ja, wir haben keinen Termin heute, erst morgen ein und ja, halb so wild. Und man mag es kaum glauben, Tilak hat sich vor 2 Tagen neue Schuhe gekauft, ne? Das erste Mal, dass ich sie mit festes Schuhwerk sehe. How many? 100 Baht, ne? 180, ah, 180 Baht und da, ah, mit Mickey Maus. Mickey Maus. Ja. No brand, ja. Yeah. Important, you feel good. Was sagt ihr Leute? Schick, oder? Next, when we go in the jungle, you have to wear these shoes. Better. So, dann wollen wir hoffen, dass der Bus auch bald mal irgendwann startet. Ein bisschen Verspätung ist ja okay, aber naja. Hier startet schon der große Bus, der fährt in den Korat, sprich mitten in den Isan. Ja, ich denke mal, das lohnt sich wahrscheinlich ein wenig mehr. Sind zwar auch, wenn ich das so sehe, 7, 8 Leute drin, aber ja, in der Regel ist es auch so, dass quasi auf der Strecke noch der eine oder andere Fahrgast dann einsteigt, zusteigt oder zum Teil auch aussteigt. Ja, aber in der Regel... Ich bin ja schon häufiger hier mit dem Bus gefahren, ist es so, dass halt schon die Busse hier recht pünktlich fahren. Also heute schon eine Ausnahme. Wahrscheinlich wegen der besonderen Situation aktuell noch. Ja Leute, wie ihr seht, weit über eine Stunde Verspätung. Oh mein Gott, naja, gibt Schlimmeres. Nur ein wenig ärgerlich so. Da hätte man locker noch eine Stunde länger entspannt zu Hause oder noch im Bett liegen können, ein wenig länger schlafen. Aber nun gut, jetzt geht's hier bei Pieselregen los aus Chantaburi in Richtung Bangkok, Mochint und ja, also in der Regel fährt der Bus so knapp um die fünf Stunden für die Strecke.
tape. Come in. So, gut 2 Stunden. Ja, auch in Thailand gibt es hier sowas wie einen Rasthof. Ja, Mai ist erstmal auf die Toilette verschwunden und ja, hier gibt es so Möglichkeiten aufs Klo zu gehen, Happen zu essen, trinken. Wie man das in Deutschland auch kennt, da hinten ist natürlich wie überall jeder Ecke in Thailand ein 7-Eleven. Ein Hundeleben. So, da hinten kommt schon die Mai. Mit Sicherheit 1 Kilogramm Flüssigkeit leichter. You want to eat? No? Snack? Yeah, you can. What is this sweetness? Banana. Banana, oh. Gegrillte Banane. Good honey. Okay. Angekommen in Bangkok, strömender Regen. Also hier ist gerade Wolkenbruch. We are right. Oh yes. Leute, wir sind wieder entspannt in unserem Hotel, wohl gestärkt und ja, für den heutigen Tag verabschieden wir uns. Wir werden uns nur noch entspannen, relaxen von der Anreise. We only today relax and maybe we meet some friends later, but we will see. Und werden später vielleicht noch 1-2 Freunde hier in der Umgebung treffen. Das eine Jahr, das war hier ganz prägend. Haben ja auch hier viele Leute kennengelernt und uns mit denen angefreundet. Und diese Freundschaften sind ja auch noch weiterhin vorhanden. Und die werden wir natürlich hier auch pflegen. Das werden wir definitiv in den nächsten Tagen machen. Was wir hier sonst noch so vorhaben und aus welchen Gründen wir in dieser speziellen Zeit nach Bangkok gereist sind, lasst euch überraschen. Das werdet ihr in den nächsten Tagen mitbekommen. Einige Tage sind wir auf jeden Fall hier. Und ja,
dicken Daumen da lassen, vorausgesetzt, euch hat das Video gefallen. Sorry, ich habe ein bisschen dicken Kopf, wahrscheinlich von dem, I think the bus driver driving a little bit crazy, ne? Yes. Ja, und dann noch beim Regen. Ja, aber wie auch immer, deswegen werde ich jetzt erstmal kurz relaxen und bis zum nächsten Mal oder ich denke mal bis morgen. Ich denke mal, wir machen so eine tägliche Videoreihe hier aus Bangkok. Lasst euch überraschen, es wird unterhaltsam, lustig und interessant definitiv. Channel abonnieren, Glocke anklicken, genau, Daumen auch da lassen und macht's gut. Peace, Love and Rock'n'Roll aus Bangkok. Ciao.